Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich bin direkt vor einem Boss, den ich mir sofort anschauen werde im zweiten DLC, die umringte Stadt. Let's go. Auf geht's zum Boss. An dem laufe ich jetzt einfach mal vorbei. Ah, warte mal. Mir fällt da sowas ein. Das ist inakzeptabel. Ich glaube, es fehlt aber nicht viel. 84. Doch. Eieieiei, da könnte doch noch ein bisschen. Das könnte Probleme bereiten. Oh, das könnte Probleme bereiten. Ich muss auf unter 70 kommen, ne? So, dann schauen wir mal, wie der heißt. Ich war ja noch gar nicht dort. Kann ich von einem eurer Speere haben, bitte? Nee? Okay. Hallo. Hey. Aua! Na, ja, das war ein bisschen zu früh gesoffen. Naja. Nee, oh, schade. Schade, schade. Ich glaube, wenn ich weiter auf ihn geprügelt hätte, als auf anstatt auf den anderen da. Eigentlich ein PvP-Boss. Wenn du online spielst, können hier statt Halblicht andere Spieler dein Boss sein. Okay, das ist ja witzig. Das ist cool. Aber nope.
Bei dir war der Typenspieler. Geil. Cool. Was meint ihr wohl, wie ein Spieler reagiert, wenn ich mit diesen zwei Riesenschwertern da stehe? Wäre auch witzig. Ah, eigentlich schon auch irgendwie eine coole Sache, ne? Ich bin eher am Überlegen, ob ich nicht doch mal das Online-Spiel aktiviere irgendwann. Und wir. Und ihr mal bei mir reingucken könnt. Ah, Mist. Ich denke, es ist zu einfach und mach dann so einen Quatsch. Immer wenn ich Glut aktiv habe, kann ich invaded werden. Ja, okay, gut. Habe ich ja kaum. Ich glaube, ich sollte zwischendurch auch mal einfach so draufhauen. Ich habe schon Bock auf diese Schwerter. Aber der initiale Angriff mit beiden Schwertern dauert sehr, sehr lange. Kannst du mal nicht mich hier anfeuern? Also anfeuern wäre cool, aber nicht anzünden. Ah, okay, also wenn ich den hier zuerst mache und dann den anderen, da kann ich dann auch, okay, das ist gut. Eieieiei, nee, 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 nicht in die Ecke rein. Ach, ich hasse sowas. Dann hören sie nicht auf. Ey, das ist so eine beschissene Tekken-Mesh-Taktik, ey. Das, ah. Oh. Ach, das ist doch zum Kotzen so. Button-Mashing-Tekken-Taktik hier. Warum? Der hatte Bock, ja. Wäre das ein Spieler, so wäre er drin. Da gesessen, ey. Einfach alle Button gemasht. Ah, das ist so ärgerlich, ne? Das war fast ein First Try, Leute. Das war fast ein First Try. Ah.
Autsch. Ey, Jungs. Miese Brise hier jetzt gerade. So. Nee, oh, nee, nee, och. Ah, ich bin nicht gut mit diesen Schwertern. Boah, das macht zwar richtig, das ist schon spaßig, aber ich glaube, für den Boss gehe ich doch wieder auf mein kleines Fleischermesser. Weil so viel mehr Schaden mache ich jetzt mit den Dingern auch nicht. Und mit dem Fleischermesser haue ich einfach schneller zu, ne? Und ich kann ein bisschen mehr Rüstung anziehen. Kommt ja auch noch dazu. Was hatte ich denn immer an? Den hier. Ich glaube, die Handschuhe und so eine Hose. Könnte ich sogar noch mehr Rüstung anziehen, ne? Ja, das war jetzt gerade ein bisschen experimentell mit diesen zwei Großschwertern. Die sind cool, aber der Angriff, der erste Angriff dauert einfach ewig. Und in der Zeit werde ich halt jedes Mal irgendwie getroffen und so, deswegen machen wir es lieber so. Wow! Okay, dazu kam er nie.
als ich... Holy Guacamole. Okay, das ist doch nochmal eine andere Nummer hier. Wow! Okay, vielleicht ist es mit dem anderen Schwert doch leichter. Das ist ja nochmal was ganz anderes jetzt hier. Und pariert worden. Gut, ich nehme doch die großen Schwerter. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wow, okay. Das habe ich gar nicht erwartet. Okay, hey, wow. Ich sehe nichts. Ich hasse große Gegner, die einem die Sicht versperren. Hallo, anvisieren, danke. Ach, Spiel, ey. Na bitte, geht doch. Geht doch, Mensch, Leute. War jetzt gar nicht so schwer. GG, dankeschön, well played. Danke, danke. Danke, danke, danke. Ich würde mich gerne an ihn anschleichen.
Okay. Ach, okay, ich bin jetzt. Ach, okay. Ja, so ein Quatsch. Unnötig. Ein Eid. Nee. Jetzt könnte ich. Ah, okay, jetzt könnte ich der Boss sein. Ja, witzig. Okay, verstehe. Ah, die Eide, die haben noch nie irgendwie was wirklich, wirklich was gebracht, ne? Also für PvE. Oh, ich hätte mal leveln sollen, ne? 120.000 Seelen sind ein bisschen. Zwei Level. Ja, komm. Geh mal lieber leveln. Jetzt ist ein bisschen die Frage, was hat das noch? C, D und E. Ja gut, Stärke passt schon. Stärke passt schon. Ich könnte noch ein bisschen. Was mache ich jetzt auch? Belastbarkeit. Machen wir Belastbarkeit, das passt. Dann kann ich vielleicht noch irgendwie. Ja, guck mal, besserer Helm. Komma 5, das ist schon so die schwerste, die ich anziehen kann, um noch auf unter 70% zu bleiben. Ja, die hat ein bisschen bessere, bisschen besseren Balancewert auch. So, weiter geht's. Ich weiß immer noch nicht, was ich vergessen habe. Irgendwer hat gesagt, ich habe irgendwas vergessen. Oder der Chat hat einfach wirklich reingetrollt. Was ich mir ja natürlich auch sehr gut vorstellen könnte. Hi, wer bist du denn? Und warum bist du hier im Turm? Umschlungene Schale berühren. Bist du Filionore? Das ist ein Drachenei. Warum fasse ich das auch einfach so an? Oder bist du etwa der Drache? Wisst ihr? Versteht ihr? Sorry! Ich wollte nur mal gucken. Ich hab's leider angefasst. Ich weiß, gucken tut man mit den Augen. Haben mir meine Eltern auch immer gesagt. Okay. Ah, das hatte schlimmere Konsequenzen, als ich dachte.
Nee, warte mal, ich bin woanders. Oder wann anders? Ich glaube, ich bin wann anders. Nicht woanders. Trotzdem, schlimmere Konsequenzen, als ich vermutet hatte, eine Eierschale anzufassen. Sorry. Filienor, help me, please. The Red Hood is come to eat us, to eat our dark souls. Ich helf dir. Filienor, help me, please. Hast du was gedroppt? Nö. Tilo, grüß dich. Hi, schön, dass ihr alle am Start seid. Er hatte eine Krone auf, ne? Er war irgendein König. Ah ja, okay. Kommt hier die rote Kapuze? Durchgespielt? Nee, Tilo, ich hab angefangen. Ich hab erst eine Stunde gespielt, das. Aber ich muss erst andere Spiele abschließen, bevor ich da weitermachen kann. Auch nur angefangen und werd gleich weitermachen. Ja, hey, viel Spaß, das ist, glaube ich, echt cool. Echt ein cooles Spiel, No Rest for the Wicked. Komme ich auch noch dazu. Aber erstmal. Dark Souls 3 fertig machen. Ah, der mit der roten Kapuze. Warte mal, dich kenne ich aus Elden Ring. Still here. Hand it over, that thing, your dark soul. So finster ist meine Seele nicht. For my lady's painting. Meine Seele brennt doch gerade auch. Warte mal, irgendwo hätte. Den habe ich doch schon mal gesehen, den Kumpel hier. Sklavenritter Gale. Autsch. Weiß ich nicht, ob ich hier mit den zwei Schwertern eine Chance habe. Wie bitte? Wir hauen ein bisschen aneinander vorbei. Okay, das ist ein wilder Move. Ins Bild vom ersten DLC eingesaugt. Was? Ah, daher kenne ich den vielleicht. Ja, deins. Weil ich dich ein bisschen verdroschen hab. Nee, deins.
Stehen kann er also auch. Okay. Holy shit! Was zum Teufel? Oh nee! Das wird wild. Wir haben AOE, Magieblödsinn. Wir haben ein bisschen Zappelei. Wir haben alles. Wir haben alles. Oh weh. Leute, ne? Ich sehe schon, was hier passieren wird. Okay, der sollte mich eher nicht treffen. Holy shit. Und nochmal. Ich weiß nicht. Mit diesen Schwertern. Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, er wird zwischendurch mal gestaggert, aber dann muss ich den richtigen Moment finden, um dort einen kritischen Angriff reinzudrücken. Schwierig. Erstmal die Muster erkennen. Erstmal ein bisschen Muster erkennen lernen. Okay. Das geht also nicht. Da kann ich nicht weiter durchziehen. Entweder ich krieg alle. Entweder ich krieg alle Schläge durch, weil er dann den Stagger hat. Weiß gar nicht, wohin ich springen und ausweichen soll. FA, hi. Grüß dich.
Danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr alle am Start seid. Ich werde verdroschen. Hart verdroschen. No. Ich kenne die Fenster noch nicht. Also hier habe ich auf jeden Fall ein Fenster. Ja. Eieieiei. Ah, hier kann ich aber nicht. Ich dachte, das wäre ein Stagger, den er da hat. Aber anscheinend nicht. Ja, ich habe nur noch zwei Flakons, das wird jetzt hier nichts werden. Vor allem passiert das ja schon nach einem Drittel Leben. Miese Nummer. Ah, da habe ich einmal zu viel gedrückt. Ich brauche die Ausdauer zwingend am Ende dieser Nummer zum Ausweichen. Nicht mit dem... Ja, das... Die Schwerter brauchen viel zu lange, bis der zweite Hit kommt. Scheiße. Ah. Weil er nicht beim ersten Hit gestaggert wird. Oh, scheiße. Ich glaube, ich muss mit meinem kleinen Schwert kämpfen, mit dem Stummel. Eieieiei. Ah, zu spät gedrückt. Ich will es noch ein bisschen probieren mit den beiden großen Waffen, weil die schon irgendwie cool sind. Aber ich habe das Gefühl... Ja, die Homing Missiles sind auch wieder am Start. Und ich kann auch ewig lang nicht ausweichen nach einer Attacke. Und wir hauen einfach aneinander vorbei.
Ist das dumm? Ist das unfassbar fucking dumm? Ah. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ah, wir haben schon wieder auch so eine Zappelnummer, dass der so oft zuhaut, dass ich nicht schnell genug ausweichen kann. Er trifft dann teilweise genau nach der Ausweichrolle rein. Das, das wird eine üble Nummer, in der ich mich wahrscheinlich das... Er zappelt, er hat AOE, er hat alles. Er hat wieder alles. Wir haben alles am Start. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Leute. Okay, zurücklehnen und zuschauen. Bin gerade am Überlegen, ob ich euch, währenddem ich hier vermöbelt werde, irgendwas Cooles erzählen könnte. Mir fällt leider nichts ein, außer dass wir unseren Kühlschrank mit dem Lichtschalter ein- und ausgeschaltet haben heute. Ansonsten fällt mir gerade nicht so viel ein. Da haben wir übrigens nochmal jemanden gerade im Chat. Die sind jetzt mindestens zu zweit, die Elektriker. Die Elektriker sind mindestens zu zweit. So, kann ich jetzt... Das ist... Er kriegt dann einen Stagger. Auch durch mein kleines Schwert. Aber anscheinend nicht genug... dass ich einen kritischen machen könnte. Er ist nur ganz, ganz kurz gestaggert, leider. Und ich habe noch nicht rausgefunden, wo ich stehen muss für den... Okay. Alter. Hier, da. Weiß ich noch nicht, wo ich stehen muss, dass ich ihn... Mist, den muss ich später ausweichen, den dritten. Den dritten muss ich später ausweichen. Und den muss ich einfach sehen können.
Den habe ich nicht gesehen. Ob ich ihn da kritisch treffen kann, das wäre cool, aber ich glaube fast nicht. Aber ich bin mit dem kleinen Schwert viel besser dran. Wow, okay, der kommt auch sehr spät erst. Ja, AOE Magic. AOE Magie ist am Start. Ausweichen lässt er mich nicht. Jawohl, saufen lässt er mich auch nicht. Ach ja, stimmt. Wenn sein Schwert nach vorne geht... Ach shit, ich hab's schon wieder getan. Bin so viel besser dran mit dem kleinen Schwert. Ah, und er holt noch ein drittes Mal. Okay, er haut dann ein drittes Mal zu sogar noch. Na gut, na gut, na gut. Sein Umhang schlägt hinterher, hey. Ey, schön, dass man sowas als Zuschauer sehen kann. Oder wenn man das Spiel schon dreimal durchgespielt hat, einem sowas auffällt. Aber ich... Ich hab einfach keine Ahnung. Ich bin aktuell noch absolut überfordert mit dem, was überhaupt passiert. Ich versuche irgendwie einen kritischen Angriff zu provozieren noch, aber entweder komme ich nicht hinter ihn oder... An der Stelle glaube ich, müsste ich eigentlich einen kritischen Treffer machen können. Aber ich vermute mal, dass ich dafür hinter ihm stehen muss. Hier, kann ich hier irgendwie... Vielleicht von hinten? Weiß es nicht. Schwierig, schwierig. Ich find's ziemlich cool, wie er angelaufen kommt, wie so ein Hund oder so. Zu spät gedrückt. Autsch.
Also bis hierhin ist alles easy. Und dann wird's minimal wild. Weil der Blödsinn kommt ja auch noch zurück hier. Da muss man auch noch drauf aufpassen. Ah, jetzt habe ich den Mantel auch gesehen. Huch. Ey. Uncool. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas, Mann. Hör auf mit deinem AOE-Magie-Blödsinn. Weil du es ohne nicht kannst. Weil du ohne Kacke bist. Ah, einmal zu viel gehauen. Ich habe gerade meine Ausdauer gesehen und gedacht, oh oh. Noch mehr Magie AOE, jawoll, geil, Spaß, wuhu. Noch mehr Magie AOE, jawoll, geil, Blitze, rotes Zeug, hey. Ah, wir kriegen die Gegner ja nicht schwer ohne Magie AOE. Haha, wunderbar. Oh Mann. Das ist episch, du Banause. Ja. Mag sein. Ich hasse es. Von vorne bis hinten. Ich hasse jedes... Jede... Eben alle Bosse, die so viel Magie verwenden, sind Horror. Für mich. Wirklich. Eieieiei. Gut, ich will. Keine, ich weiß halt auch echt nicht, was ich sagen soll, ne? Ich meine, wenn ich das feiern würde, so Magiezeug, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich gesagt, boah, geil, guckt euch das an! Aber dadurch, dass ich weiß, was mich deswegen erwartet. Ohne Magie wäre der sicher cool, Miku. Ja, warum habe ich jetzt gesoffen? Weiß ich nicht. Ohne Magie wäre der bestimmt verdammt cool. Aber mit Magie ist wieder so, ja, wir müssen es irgendwie schwer machen. Naja, komm, lass Blitze einschlagen. Ah, komm, Blitze sind zu wenig. Ja, eine magische Armbrust wäre auch noch cool. Was gibt's sonst noch so? Ah, ja, wir können auch noch roten Schmodder aus ihm rausfließen lassen. Ist auch geil. Ja, oh, meinst du nicht, das ist noch ein bisschen zu wenig Magie? Ja, komm, ein bisschen mehr Magie geht schon noch. So, ja. Komm, gib ihm alles, was wir haben an Magie, die wir finden in unserem Repertoire. Ah.
Ah ja, ich hab die goldenen Glitzerscheiben vergessen, die er spuckt. Die habe ich vergessen zu erwähnen bei seiner ganzen Magie, die er vorab feuert. Mana scheint er keins zu brauchen. Mana braucht er keins, nee. Oder Fokuspunkte oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Bei ihm geht alles auf einmal. Puzzlepunkte. Ja. Ah, Leute, ey. Fühle ich nicht, den Boss. Nee, ist nicht cool. Der namenlose König, der war geil. Der hat richtig Spaß gemacht. Das war ein richtig spaßiger Kampf. Aber wie gesagt, ich hasse das, wenn Gegner dadurch schwer werden, dass sie einfach AOE, dass sie dem Kampf einfach random AOE hinzufügen. So, das ist, weiß ich nicht. Die Umgebung ist... Wo, was kann ich hier tun? Ich kann ihn hier nicht staggern, ne? Es geht nicht. Er wird nur kurz... Er wird nur kurz irgendwie aus seinem Angriff rausgebracht. Ja, willst du nochmal? Ja, komm, hau nochmal drauf. Ja, er zieht mit, obwohl ich ausweiche. Sein Schwert steckt in der Erde und er dreht sein Schwert unter der Erde mit mir mit und zieht es raus. Ach, wunderbar, schön. Entschuldigung. Ich höre ja schon auf. Aber ey, sorry, das seht ihr doch selber. Das ist doch scheiße. Das ist lächerlich.
Es ist auch echt scheißegal, wie weit man von ihm weg ist. Er kann ewig weit springen. Ah, was? Och Mann, ey. Ein Schwert, das in der Erde steckt, bewegst du nicht durch Erdboden hindurch. Was soll denn der Mist? Ich darf sowas ja auch nicht machen, oder? Darf ich sowas machen? Doch, kann sein, dass mein Charakter das auch macht. Bei bestimmten Waffen. Finde ich aber doof. Es sieht unrealistisch aus und ich erwarte halt so ein, ja... Dadurch, dass es in dem Moment ich etwas anderes erwarte vom Moveset und er mir dann plötzlich sein Schwert durch den Erdboden hinweg hinterherzieht, ist das minimal ungeschickt. Designed hier an der Stelle. Aber passiert. So. Das ist kein cooler Kampf. Von vorne bis hinten. Sorry. Das... Leute, sorry. Ey, also, Twitch bleibt kurz dran. Ich werde gleich kurz mit euch ein bisschen drüber reden. Aber YouTube, es tut mir leid, dieses ganze Salzgestreue gerade... Ich versuche mich für die nächste Folge ein bisschen zu sammeln und das wegzulassen und mich anzustrengen und mich weniger darüber aufzuregen, dass ich den Boss scheiße finde. Also danke fürs Einschalten YouTube und bis zum nächsten Mal. Tschüss.